Ich hatte nie das beste Essverhalten. Ich hatte wirklich schon immer Schwierigkeiten, mich beim Essen nach meinem natürlichen Hunger und Sättigungsgefühl zu richten. Und ich neige sehr zum emotionalen Essen oder zum Essen aus Langeweile. Ich habe früher auch oft im Bett gegessen und dabei noch ferngesehen und die Mahlzeiten gar nicht so richtig wahrgenommen. Da Lebensmittel immer für uns verfügbar sind, werden sie auch nicht mehr so richtig wertgeschätzt. Seitdem ich Gärtner und mein eigenes Gemüse anbaue, habe ich dafür mehr Bewusstsein entwickelt. Ich weiß nun, wie abhängig man von Wetterverhältnissen ist oder wie schnell Ernte durch Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge verloren geht. Und deshalb finde ich das Thema Lebensmittelwertschätzung so wichtig. Wie ihr wisst, ernähre ich mich rein pflanzlich und das seit 4 Jahren. Davor war ich einige Jahre Vegetarierin und habe es phasenweise immer mal wieder probiert, komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Das hat aber erst konsequent und dauerhaft geklappt, nachdem ich mich ganz bewusst und freiwillig für die rein pflanzliche Ernährung entschieden und mich auch ausführlich mit dem veganen Kochen beschäftigt habe, anstatt wie vorher einfach nur alles Tierische wegzulassen. Anfangs vor allem aus ethischen Gründen, weil ich nicht zu dem Leid der Tiere beitragen wollte. Dann kamen die ökologischen Gründe dazu und auch die gesundheitliche Überzeugung. Außerdem glaube ich, dass die rein pflanzenbasierte Ernährung einer friedlicheren Lebensweise entspricht. Man bezeichnet die vegane Ernährung ja auch als Peace Food und ich bin überzeugt davon, dass man die Emotionen der Tiere mit isst. Zum Beispiel Angst oder Stress, dem das Tier ausgesetzt ist. Die vegane Küche ist sehr vielfältig und es gibt viele neue Lebensmittel und Zubereitungsweisen, die sich einem dadurch erschließen. Ansonsten orientiere ich mich nicht an speziellen Ernährungsformen. Es sollte möglichst frisch, vollwertig und unverarbeitet sein. Ich esse ganz intuitiv und höre auf meinen Körper, aber natürlich esse ich nicht nur super gesund, sondern auch mal Schokolade, verarbeitete Ersatzprodukte oder anderes Junkfood. Das achtsame Essen beginnt für mich bei der Auswahl der Lebensmittel, bei der Zubereitung und dem liebevollen Anrichten. Ich finde es schön, das Essen zu einem Ritual zu machen, sich in Ruhe hinzusetzen und die ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten, das Essen zu genießen. Ich weiß, dass das leider nicht für jeden mit dem Alltag oder Berufsleben vereinbar ist, aber ich nehme mir die Zeit, weil mir das sehr wichtig ist. Teilt mir gerne in den Kommentaren mit, was ihr für ein Verhältnis zum Essen habt und welche Rolle Lebensmittelwertschätzung dabei spielt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!